Die GmbH ist die häufigste Rechtsform in Deutschland. Kein Wunder also, dass Anteile an GmbHs auch oft Gegenstand von Schenkungen sind. Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre GmbH-Anteile zu verschenken, zum Beispiel an Ihre Kinder, sollten Sie aber in jedem Fall die rechtlichen und steuerlichen Folgen mitbedenken. Und welche das genau sind, das verrate ich Ihnen in diesem Video. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefan Winheller, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Und wir beschäftigen uns hier sehr intensiv mit Themen der Vermögensstrukturierung und der Nachfolgeplanung. Und speziell in Familienunternehmen kommt es häufig vor, dass der bisherige Gesellschafter seine GmbH-Anteile zum Teil oder auch ganz an seine Kinder oder zum Beispiel den Ehepartner übertragen möchte. Der Grund dafür, naja, der ist einfach. Meist will der Schenker einfach seine Nachfolge ordnen und seinen Familienangehörigen eine Einkommensquelle oder eben auch Vermögen übertragen und schenken. Mit ins Grab nehmen, ja, das geht ja irgendwie schlecht. Und meist sehen wir dabei zwei Arten von Übertragungsfällen. Nämlich zum ersten das klassische Familienunternehmen. Wenn also der Gesellschafter auch operativ im Unternehmen tätig ist, dann wird zusammen mit der Schenkung häufig auch eine unternehmerische Mitverantwortung übertragen. Das bedeutet, der Beschenkte erhält nicht nur einen Vermögenswert, nämlich die Anteile am Unternehmen, sondern er steigt auch selbst in das Unternehmen ein, als neuer Mitarbeiter, als neuer Chef, je nachdem. In diesen Fällen geht es also um deutlich mehr als nur um eine Schenkung, denn der Beschenkte, der muss natürlich ins Unternehmen passen. Deshalb sollten bei diesen Vorhaben frühzeitig sämtliche Beteiligte in den Prozess mit eingebunden werden. Man kann eigentlich gar nicht früh genug damit anfangen. Die zweite Variante, die wir in der Praxis sehr häufig sehen, das ist die Schenkung von Anteilen an einer Holding GmbH. Wenn die Holding GmbH also lediglich der Vermögensverwaltung dient, geht es hier also nicht um eine Übertragung von Mitverantwortung, sondern um eine reine finanzielle Geschichte. Die Folge ist, dass diese Art der Schenkung vergleichsweise einfach durchzuführen ist. Bei solchen Schenkungen, egal ob Variante 1 oder 2, stellen sich natürlich immer steuerliche Fragen. Denn grundsätzlich ist die Schenkung von GmbH-Anteilen schenkungssteuerpflichtig. Allerdings im Familienkreis gibt es Freibeträge. Alle 10 Jahre können Vermögenswerte in Höhe von 500.000 an den Ehegatten übertragen werden und in Höhe von 400.000 Euro an die Kinder, und zwar schenkungssteuerfrei. Außerdem kann man in bestimmten Fällen die steuerrechtlichen Folgen dadurch abmildern, indem man die Bewertung der GmbH-Anteile günstig macht. Es gibt ja nicht den einen richtigen Wert bei GmbH-Beteiligungen und deswegen gibt es da einen gewissen Spielraum. In vielen Fällen genügt das aber alles nicht, weil die GmbH-Anteile einfach viel zu viel wert sind. Und trotzdem gelingt die Übertragung in vielen Fällen steuerfrei. Und zwar dann, wenn es sich bei den GmbH-Anteilen um Betriebsvermögen handelt. Ist das nämlich der Fall, gibt es nach dem Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz steuerliche Vergünstigungen und im besten Fall sogar bis zu 100%. Vermögen, das auf diese Weise begünstigt ist, kann dann also komplett steuerfrei übertragen werden. Eine weitere Möglichkeit, die man im Hinterkopf behalten sollte, das ist die Möglichkeit der Übertragung von GmbH-Anteilen auf Stiftungen. Denn gerade hier geben sich viele interessante Gestaltungsmöglichkeiten steuerlich und rechtlicher Art. Und denkbar ist zum Beispiel, dass die GmbH-Anteile überwiegend steuerfrei auf eine gemeinnützige Stiftung übertragen werden, die Gewinnausschüttungen wiederum aber überwiegend den beschenkten Familienangehörigen zustehen. Oder denkbar ist auch die Übertragung auf eine Familienstiftung. Das kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn Familienangehörige nicht in die Gesellschafterstellung einrücken sollen und auch nicht möchten, weil sie dazu gar nicht geeignet sind vielleicht. Allerdings müssen wir neben der Schenkungssteuer natürlich auch die Ertragssteuer im Blick behalten. Das wird gelegentlich übersehen. Angenommen, der GmbH-Gesellschaft als Eigentümer eines Grundstücks, das er an seine GmbH als sogenannte wesentliche Betriebsgrundlage verpachtet hat und er verschenkt jetzt seine GmbH-Anteile an seine Kinder, dann führt das zu einer Beendigung der sogenannten Betriebsaufspaltung und dazu, dass die stillen Reserven der Immobilie aufgedeckt werden und versteuert werden müssen. Auch können Verlustverträge untergehen, die in der GmbH liegen, nämlich dann, wenn mehr als 50% der Anteile an der GmbH übertragen werden. Das alles gilt es zu vermeiden, das ist ja klar. Und daneben gibt es noch diverse rechtliche Fragen, die sich der Schenker stellt, also Fragen außerhalb des Steuerrechts. Häufig beschäftigt den Schenker zum Beispiel die Frage, wie er nach der Schenkung weiterhin die Möglichkeit hat, auf die GmbH einzuwirken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gängig ist zum Beispiel die Vereinbarung eines Nießbrauchsvorbehalts oder die Vereinbarung von Rückforderungsrechten. Auch der Abschluss eines Beratervertrags ist möglich oder die Einräumung einer Leibrente und natürlich noch diverse andere Möglichkeiten. Hier ist dann wirklich Kreativität gefragt und da kann man sich wirklich austoben in rechtlicher Hinsicht. Dabei helfen wir Ihnen auch sehr gerne. Ja, kontaktieren Sie uns also einfach bei Ihren Anliegen und Fragen rund um die Gestaltung der Vermögensnachfolge und natürlich auch dann, wenn es darum geht, GmbH-Anteile zu übertragen, steuerlich optimiert und rechtlich einwandfrei. Wir helfen dann sehr gerne. Und
Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Ihnen diese Informationen ein wenig geholfen haben hier in diesem Video. Wenn Sie möchten, können Sie auf unserer Webseite weitere Informationen finden. Schauen Sie einfach hier unten. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal und vergessen Sie bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen.